Gerade weil Günter Beckstein und ich wirklich eine sehr, sehr lange und persönlich auch gute Beziehung miteinander haben, habe ich die Hoffnung, dass wir sehr gut zusammenarbeiten werden. Ich begrüße es ausdrücklich, dass er Vizepräses der Synode ist und bleibt. Ich finde, dass das auch ein wichtiges Zeichen ist, innerhalb der evangelischen Kirche miteinander umzugehen. Und mir ist es wirklich sehr wichtig, dass im Präsidium das gute Einvernehmen, das bisher dort bestanden hat, auch in der Zukunft weiter besteht und gepflegt wird. Was wir 2017, und insofern ist die wird ja auch immer wieder mal über die Namensgebung dieser Dekade diskutiert und auch miteinander gerungen. Was wir 2017 feiern, und da glaube ich, habe ich kein Problem, das auch mit unseren katholischen Geschwistern so zu erörtern, ist die Wiederentdeckung der Bibel und des Wortes und das Verlassen auf die Gnade. Es hat seit dieser Zeit ja eine solche Entwicklung auch innerhalb der katholischen Kirche stattgefunden, dass wir miteinander über diese Themen doch seit langer Zeit im Gespräch sind und meines Erachtens dies eben auch eine Basis sein könnte.